Ahoi liebe Leute und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Donkey Kong Country Nummer 3. Letztes Mal waren wir in Mykonos, auf der Fabrikinsel hier. Ein bisschen in den Rohren unterwegs. Und wie ihr seht, alle Bonusrunden habe ich natürlich wieder geholt. Was auch sonst. Waren auch ein paar interessante dabei, kann ich euch sagen. Heute wollen wir weiter in die Baboonbucht. Baboonbucht. Ah, lustiges Wort. Baboon. Oh, ist das nicht wunderschön? Und hier haben wir gleich Blues Hütte. Wer ist denn Blue? Hallo Blue, was geht ab? Ein blauer Bär. Huch! Ah, hallo Kitty, wie geht es dir? Ich heiße Blue. Ich fürchte, du bist noch ein wenig zu früh für die Party. Na, wenn überhaupt jemand kommt. Oh, armer Blue. Wir können zu seiner Party kommen. Ich weiß, das letzte Video ist schon ein bisschen her. Oh, bei Mykonos hat es auch ein bisschen gehaut. Oh, wir können schwimmen. Außer cool. Aber, ja, ich habe auch eine sehr gute Ausrede. Ich habe einfach keine hochgeladen. Nein, doch. Aber ich will natürlich versuchen, dass wieder ein bisschen öfter Videos kommen. Nicht unbedingt täglich, aber alle 2-3 Tage sollte doch möglich sein. If I'm not back in 5 minutes, just wait longer. I'm ready to go in, Coach. Just give me a chance. Wir spielen jetzt erstmal das Level Bazaar Sparuckle. Ich kann nicht lesen. Okay, ein Unterwasserlevel. Ist nicht sehr überraschend. Ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe. Unser erstes Unterwasserlevel im dritten Teil. Oh Gott. Sieht gleich schon gefährlich aus. Die Musik ist mir auch nicht geheuer. Aber doch schön mit den Korallen. Traumhaft. Und unsere Clownsfischchen sind wieder da. Die kennen wir schon. Oh Gott, Junge. Überrasche er mich nicht so. Ein paar Bananas kann man ruhig mitnehmen. Das kann auch nie schaden. Und einfach mal ein bisschen durch. Ah, sieht noch nicht ganz so gefährlich aus, aber aufpassen sollte man trotzdem. Da sind nämlich wieder solche. Okay, okay. Oh Gott! Bin ganz schön fix. Aha, aber das ist auch eine Bonusrunde. Ja! Gerade noch durch. Finde die Münze. Na gut. Mal gucken. Oh, Muscheln sind auch da. Gott. Okay. Das hat mich ein bisschen hart überrascht. Oh, kann ich nochmal hin? Oh, was für eine Gönnung. Ich darf gleich wieder rein. So, einfach irgendwie oben lang. Ja. Wusste ich doch, das klappt. Ja. Und da ist sie auch schon. Oh mein Gott. Beim ersten Mal nicht so schlecht angestellt. Oh Gott, ich muss ja wieder hoch, oder? Nein. Oh Gott, Kitty. Es tut mir so leid. Ich hol dich wieder, mein Freund. Kleiner Cousin. Wenn die mich lassen. Was natürlich bei den Unterwasserleveln immer ein bisschen ist. Man ist ein bisschen nicht so schnell darauf vorbereitet, wo die Gegner herkommen. Aber wir haben extra Leben gekriegt. 62 haben wir schon. Meine Güte.
damit kann man noch einiges anfangen. Oh Gott. Junge. Schreck mich doch nicht so. Ich muss sagen, die sind ein bisschen nervig. Oh, ich hab ein Fass. Wo? Wo? Oh, zumindest schon mal ein Jackpoint. Fast noch lieber als Kitty. Oder eigentlich sogar wirklich lieber als Kitty. Aber den nehme ich natürlich auch gerne mit. Okay, seid ihr die Buzzers? Ist das eure Baracke? Oder warum heißt das Level so? Vielleicht kommt aber auch noch jemand, der uns überraschen will. Ich hoffe nicht. Die sind nervig genug. Schnell runter, schnell runter. Mann, dieser Auftrieb. Ganz schön uncool. Aber wäre doch gelacht, wenn wir es nicht auch hinkriegen. Vielleicht finde ich sogar die zweite Bonusrunde irgendwo. Oh Gott. Ach, ich kann hier unter durch. Okay. Ah, da ist sie doch. Ha, gefunden. Könnt ihr noch so gut verstecken. Besiege alle Gegner. Unter Wasser? Ach so. Wir haben En Garde. Unseren Fischi. Sag mal, verstecken sich? Frechheit. Aber wir haben gelacht, wenn wir ihn kriegen. Immer mal reinspammen. Ist das doch machbar? Und Zeit haben wir eh genug. Geschafft. Da bin ich doch sehr gespannt, wie wir die Decaymans hier finden. Oder ob wir sie finden. Naja. Oh Gott. Ein bisschen suchen kann man. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Ich guck mal, was hier unten noch ist. Ah, okay. Nicht wirklich viel. Leider. Ja, ja, Leute. Übertreibt man noch mehr. Ist hier irgendwas umsonst? Oder warum seid ihr so viele? Oh, guck mal. Eine Berli-Münze. Der Specki-Fisch für uns Rat. Ja, doch ein paar jetzt. Doch ein paar. Nein, oh Gott. Oh, hier geht's raus. Oh, Freiheit. Luft. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass die Kämmze dahinter ist. Anders, was anderes hätte mich jetzt auch gewundert. Oh Gott. Und zack. Geholt und Level abgeschlossen. Und alles mitgenommen. Ja. Das muss ich nicht nochmal spielen. Zumindest nicht für dieses Let's Play. Und das nächste Level heißt dann Fässerfeuerwerk. Oha. So was ähnliches hatten wir schon mal. Oh, schöner Waterfall. Das ist echt traumhaft. Und die Musik ist schön. Oh Gott, Hilfe, ein Decker. Ah, vielleicht kriegt Kitty den hin. Komm mal her. Trau dich. Na, er ist stärker. Guck dir meine Muckis an. Diesen Arm. Boom. Locker lang. Okay. Fässer, die Raketenantrieb haben. Deswegen wohl das Fässerfeuerwerk. Okay, der ist ein bisschen versteckter. Vielleicht. Okay. Kriegen wir dadurch Bananen? Genau das habe ich mir gedacht. Da unten ist doch irgendwas, ist da 100%. Nämlich gar nichts. Ich wusste es. Kostbare Luft. Okay. Sollte mich mehr umgucken. Dieser Pfeil sagt, ich soll da lang. Okay, dann tue ich das doch. Ja, wenn ich schon Bonusrunden mitnehmen kann, dann will ich doch gerne vorher gucken. Schade, hätte ja klappen können. Ah, immerhin ein paar Bananas. Und das kann man sich hier ein bisschen hin und her ballern lassen. Das machen wir gerne. Oha, beißen möchte ich mir nicht lassen. Und weiter nach oben. Oh Gott! Damit hätte ich rechnen können. Und jetzt habe ich den perfekten Moment verpasst. Nein! Espe, Biene! Espe. Es ist keine gute Idee, sich das mitten im Sprung nochmal anders zu überlegen. So, versuchen wir es gleich nochmal. So, passen wir ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie du fliegst. Ich weiß auch, wie du fliegst. Ist doch sehr praktisch, wenn man es schon mal gesehen hat. Aber, oh Gott, wir schaffen es auch so. Oh, drehende Fässer, ja, I love it. Wir kennen sie noch, aus den alten Teilen, auch schon aus ein paar anderen Leveln in diesem Teil. Was wäre Donkey Kong ohne drehende Fässer? Aber die sind tatsächlich neu hier, die Raketenfässer. Was ist hier rechts? Oh, das O. Alles klar.
Ach, da links ist irgendwas. Seht ihr das? Ein Käfer. Jo, rüber. Und Bonus Round. Sammelt 20 Sterne. Das machen wir doch gerne. Und Rainer. Ja. Oh Gott, da sind ja welche. Oh, ja, lass dir noch mehr Zeit. Das wird bestimmt was. 4 Sekunden noch. 3. Ja. Reicht doch, Dicke. Massig Zeit noch, Leute. Brauchen Sie keine Sorgen. Oh, Checkpoint. Sehr gut. Dann wollen wir diesen Wasserfall mal erklimmen. Mal sehen, was uns noch erwartet. Ach, okay, hier. Okay. In der Wasserfall ist noch eine Münze. Nehmen wir auch immer gerne. Wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Bestimmt noch Sachen kaufen. Okay, Déjà-vu. Oh Gott, gleich 2. Ach, Dixie, du musst alleine durch. Ich versuche mal ein bisschen mehr aufzupassen. Oh, das Vögelchen. Hey. Ah, dadurch kriegen wir das N. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wenn der Vogel nicht stirbt. Den will ich behalten. Dann da kriegen wir bestimmt was Nettes für. Oh Gott, Leute. Ja. Zum Beispiel Kitty. Wuhu. Da ist er wieder. Wir mussten nicht lange auf ihn verzichten. Gott. Seht doch die ganzen... Oh, da oben ist was. Bringt aber mit dem Vogel nichts. Nein! Ist natürlich sau gut gesprungen. Perfektes Timing. Okay. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich weiß es nicht. Nein! Warum? Warum, ihr Miesen? Das ist doch nicht wahr. Wird mich doch alle pranken hier. War hier unten noch irgendwas? Oh, da. Eine Bonusrunde. Ach gut, dass ich nochmal geguckt habe. 60 Sterne sammeln. Oh, ein paar mehr. Was sollten wir auch irgendwie hinkriegen? Ja, ja. Schon verstanden, was ihr von mir wollt? Gar kein Problem für den Kitty. Wer macht das? Und da sind sie. Zweite Bonusraum. Check. Das geben wir auch an. Wir müssen auch noch gleich im Leben. Muss so schnell sein. Ja. Oh, die K-Münze. Aber wo? Ach da. Zählt das hier als Wand? Ach nee, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, den kenne ich noch. Oh Gott, bin ich fast runtergefallen. Ich glaube, wir müssen so machen tatsächlich. Ja, wusste ich doch noch. Einfach nur schneller sein als das Fass. Dann wird er schon. Ein paar Bananas kann man noch mitnehmen. Ach, das ist das Ziel. Und was ist das da? Okay, ich hätte es mal einfacher machen können. Okay. Aber wir haben die Münze ja. Oh Gott. Und das Level abgeschlossen. Ohne nochmal in den Tod zu stürzen, kurz vor Schluss. Sehr schön. Und eine Speicherhöhle. Hey, Winkly. Naomi, alles klar. Oh, sie schläft wieder. Na dann. Speichern wir mal das Spiel. Und weiter geht's. Okay. Und da ist gleich das nächste Level. Kriechende Klaps. Klaps? Psst. Was? Ich weiß es nicht. Ich spreche nur Deutsch. Aha, okay. Das kennen wir noch vom Anfang. Oh. Ist was? Geh mir auf den Nerv. Schaff ich's? Ja. Das Leben nehme ich doch gerne. Gleich auch noch diesen... Okay. Alles klar. Hier gibt's Piranhas im Wasser. Das hatten wir am Lake Rangatanga nicht. Der war ein bisschen angenehmer. Oh Gott, und den Teefässer. Alles klar. Ganz schön fix unterwegs sind hier an den Seilen. Und da oben ist 100%ig eine Bonusrunde. Zu langsam. Egal, Dixie, rein da. Hauptsache mitnehmen, das Ding. 15 Bananen schnappen. Mir auch gelacht. Ja, ja. Wir müssen hier am Seil rumhängen. Okay. Sieht machbar aus. Nur nicht zweimal runterdrücken. Das wäre tödlich. Aber easy. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Level wird nicht so easy. Irgendwas ist doch noch. Oh Gott, mit der Piranha. Und die TNT-Fässer sind mir auch nicht geheuer. Sag ich ganz ehrlich. Ja, mach mal.
Oh Gott, da ist ja noch einer. Panik. Reinspringen. Gute Idee. Wie gut, dass man sich hier am Anfang immer ein Leben holen kann. Oh Gott, Kitty. Machen wir es andersrum. Geht dann doch einfacher. Oh. Da fällt mir gerade auf. Das habe ich ja komplett übersehen. Bevor ihr alle rummeckert. Oh, wie kann man so blind sein? Ich sehe gar nichts. War aber auch nur eine Barely-Münze. Naja, nehme ich trotzdem gerne. So, da sind wieder unsere TNT-Freunde. Die es ein bisschen eilig haben. Machen wir mal ein bisschen Geduld. Dann ist das auch machbar. Durch. Und Jackpoint. Sehr schön. Und Dixie ist auch wieder da. Wuhu. Läuft doch gut. Naja. Könnte besser laufen, könnte aber auch schlechter laufen. Mann, Leute, warum kommt ihr denn erst immer, wenn ich gerade Gas gebe? Oh, das ist eine Bonusrunde. Wie zum Henker? Soll ich das schaffen? Vielleicht bin ich schnell genug. Hätte ja klappen können. Aha. Da unten ist ein Fass. Oh Gott, da habe ich ja Bock drauf. Leute. Jetzt. Ja. So geht das also. Na gut. Finde die Münze. Und los geht's. Ach nein. Wieso habe ich das erwartet? Gott. Gut, dass ich Dixie hab. Jawohl. Bisschen knapp, aber Hauptsache wir haben sie. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wartet. Achso, okay. Der wartet ja wirklich. Also der springt jetzt einfach los und ins Gesicht. Ja. Weißt du was, den Buchstaben hole ich mir noch. Lachtor. Ha, das sind die Skills. So wird das gemacht. Da guckt ihr blöd. Ne? Man kann es auch gut machen. Und leben. Ist zwar nicht meine bevorzugte Methode, aber ab und zu geht's dann doch. Okay, die K-Münze. Bräuchte ich gerne noch ein Fass. Oh, da. Bisschen versteckt. Aber nicht gut genug. Immer her damit. Und abgeschlossenes Level. Wieder alles geholt. Meine Güte. Läuft doch besser als gedacht. Könnten besser ein bisschen öfter überleben. Aber ist okay. Hauptsache, wir kommen durch. Und wir sind wieder bei Swanky Show angelangt. Hey Swanky, was geht ab? Komm nur, komm! Hier gibt's viele tolle Vergnügen zum halben Preis und so. Was, zum halben Preis? Kauf ich den nicht ab, du Halsabschneider. Okay, Jungs, du musst sagen, welches Spiel willst du rocken? Wir nehmen wieder Kopf an Kopf. Das erste Mal war ja nicht so schön. Vielleicht schaffen wir es diesmal gegen OP. Das heutige Wurfspiel ist wahnsinnig toll. Hoffentlich steht dir rot, wenn so wird gleich der Kopf aussehen, sich färben. Ja, okay. Fängt schon gut an. Wäre es auch nicht besser. Ja, na, OP? Oh Gott, das war ja super einfach. Was ist denn los mit dir, OP? Du schamloser Betrüger. Du hörst von meinem Anwalt. Oh Gott. Hallo? Opa, sei doch nicht so. Das war ja wirklich ein geschenkter Sieg diesmal. Er kann auch mal ein bisschen reinschiedern. Der liebe Cranky Kong. Besser für uns. Und gleich weiter ins nächste Level. Fässergewässer. Oh, was ein toller Rhyme. Und wir sind wieder ein paar Wasser frei. Schick. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich nehme mal lieber Kitty, aber der will nicht hochkommen. Oh, was ist das denn? Achso. Das kommt immer mit. Ah, nice. Wieder eine neue Fässermechanik. Also was? Trau dich. Ich hab hier einen Dicken. Mal hier nach vorne schießen. Jetzt aber. Boom. Übelste Kanone. Und boom. Ja, da guckt ihr. Auch Dixie kann sich wehren. Mit der richtigen Munition. Ich hätte auch einfach hinter dem Wasser langlaufen können. Und es mir etwas einfacher machen können. Aber so nicht. Jetzt bilden sich noch was drauf ein. Aber gut. So schön es auch ist, dass sich mit den Fässern bewegen kann, wenn da irgendwelche Bienen oder Wespen oder was zwischen sind, ist das auch nicht so schön. Hol ich mir das um? Ja, ne? Ich glaube, ich versuch's einfach mal. Und
weg ist Kitty. Viel zu eilig. Oh Gott. Dann kriegen wir sicherlich irgendwann wieder. Okay. Ja. Knapp. Aber reicht. Oh, jetzt schon Checkpoint. Wahrscheinlich nicht so ein gutes Zeichen. Das Level ist dann wahrscheinlich nicht so lang. Aber wer weiß, was uns dann noch erwartet. Ist da links irgendwas? Ne. Huch. Ist abgeglitscht. Oh. Elefant. Wie auch immer er heißt. Dumbo. Aha. Pass mal auf, was wir können. Kann ich das? Oh, ich dachte, ich kann. Doch da. Wir können vom Wasserfall saugen. Und ich kann auch einfach stehen bleiben und mich treffen lassen. Weil ich schon wieder nicht wusste, wo ich drauf drücken muss, um zu schießen. Mann, man merkt, dass ich schon ein bisschen draus bin aus dem Game. Zeit, dass ich das wieder ein bisschen öfter und regelmäßiger spiele. Achso. Ja, mal ins Blaue schießen, das geht auch. Hauptsache, die sind weg, die Leute. Ich weiß immer nicht, welche Fässer ich nehmen soll. Was ist denn da? Gehen wir da weiter? Ich weiß nicht. Ich kann auch von vorne saugen. Hui, guck mal, das ist mein Rizzle. Ich glaube, ich gehe gerade weiter, ne? Ich will nochmal umgucken. Kann ich das überhaupt? Ja. Okay. Da ist wahrscheinlich nichts. Auch wenn, dann finde ich es so am besten mal nicht raus. Aber hier ist noch was. Praktisch, wenn man einen Elefanten hat. So kommt man easy an die Bonusrunde ran. Besiege alle Gegner. Das wäre doch gelacht, wenn das nicht klappt. Okay. Ich darf kein Wasser saugen. Keine Munition für uns. Dann machen wir es halt so. Da war ja auch noch einer. Wieder rein. Boah, schon wieder fast reingelaufen, aber ist immer noch dran gedacht. Dann können wir natürlich auch weiter. Weiter nach oben. Oh Gott, Junge. Schreck mich doch nicht so. Was? So kann ich nicht. Dann nehmen wir den ersten halt so mit. Auch wenn mir das immer zu gefährlich ist. Und den zweiten können wir dann so holen. Zack. Weiter Richtung Gipfel. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich nach oben gehen in dem Level, wenn wir auf der World Map eigentlich weiter nach unten gehen. Weißt du was, diese Bienen, ne? Oh. Dauerfeuer überall hin. Trifft die zweite auch? Glaub nicht. Aber vielleicht so. Ins Gesicht, Junge! Da guckst du blöd. Okay, da ist ein Dicker. Kriegen wir auch so. Okay. Ich liebe dich, Elefant. Das Level wäre so viel unangenehmer, wenn wir jetzt mit dem Kong spielen würden. Oh ja. Wieder extra Leben. Ein extra Treffer. Wie ihr es auch nennen wollt. Wir überleben länger. Kommt mir ganz recht. Oh. Die Kämmünze. Wie kriegen wir die jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ich lade lieber nochmal auf. Okay. Vielleicht indem wir den unseren Elefanten opfern. Hm. Okay. Das sieht irgendwie ein bisschen rätselhaft aus. Ach, da ist eine Wand. Na gut. Wo zur Hölle? Jetzt hat's aufgehört. Ach, nö. Na gut, die ist ja wirklich nun nicht schwer zu kriegen. Beim nächsten Mal hole ich mir sie. Wenn ich das überhaupt überlebe hier. Alter Schwede, Leute, geht's noch enger? Ja! Wir haben eh eine Bonusrunde verpasst. Das heißt, ich muss eh nochmal rein. Alles cool. Wie ihr wisst, hole ich das gerne für euch nach. Und gleich geht's weiter mit Fisch Philipp Hits. Mann, diese Namen manchmal. Oh Gott, Hilfe! Sieht aber nett aus anscheinend. Ich glaube, das Level kenne ich noch. Ja. Ja. Ja.
Der ist nett, solange er nicht hungrig wird. Sprich, kann er auch Muscheln essen? Ja. Oh, 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 da, ja, ja, hier, S. Er ist mein Freund. Achso, er darf die Muscheln nicht essen. Junge! Komm hierher, ess die Fische. Das wusste ich nun nicht mehr, genau. Junge, schwimm da doch nicht hin. Du weißt doch, dass er es nicht gut tut, Mann. Ne, ess lieber hier so einen gesunden Clownfisch. Der schmeckt dir besser. Und hör auf zu rülpsen. Was ist denn das für ein Benehmen? Deine Bonusrunde ist, ich riskiere es einfach mal. Ja. Ach Mist, er hat ihn noch gefressen. Egal, wir schnappen uns erstmal 15 Bananen. Okay, ordentlich schwimmen. Okay, wir haben ordentlich Zeit, aber ist auch sehr viel Platz. Können wahrscheinlich überall auftauchen. Aber zumindest keine Gefahr für uns. Das heißt, solange die Zeit nicht ausläuft, soll das machbar sein. Ja, ja. Oh Gott. Einer noch. Ja, haben wir. Ja, easy. So, jetzt nur aufpassen, dass wir uns nicht von unserem Piranha-Freund fressen lassen. Ja. Egal. Ich glaube, er frisst das eh. Einfach schnell durch. Den darf er, glaube ich, fressen. Ja. Die Fischis sind immer okay. Noch ein paar Bananas mit. Solange er blau ist, mache ich mir da keine Sorgen. Okay. Ich mache mir Sorgen. Nein, ich mache mir keine mehr. Ein Hin und Her hier. Der Gefühle. Ich darf natürlich auch nicht in die Fische rein. Das wäre nicht so gut. Weißt du was? Iss den mal lieber. Junge, beiß doch da rein! Was ist denn mit dir falsch? Die Muscheln kriegst du doch auch gefressen. So. Jackpot haben wir schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aus dem Weg, ihr blöden Muscheln. Den da darfst du. Weißt du was? Ist da noch eine Bonusrunde? Nein, ein N! Wer, du frisst den jetzt. Ja, guter Junge. Schön brav sein. Oh Gott, war das eng. Da unten ist aber bestimmt was. Eine Bärli-Münze. Ich werd bald... Nein, nein! Junge, nicht reinbeißen. Was soll denn immer das? Ess den da. Ja, und den auch. Jam, jam. Wenn du mich nicht hättest, ne? Ich fütter dich schon ganz gut. Deswegen sei brav und friss mich nicht. Okay, ja, Muscheln. Oh Gott, dann gucke ich aber auch, ob hier rechts was ist. Na gut. Ein Augen haben wir. Was auch immer das... Oh Gott, Hilfe. Bedeutet... Ein bisschen Panik ist dann doch da. Man konzentriert sich doch ganz schön krass auf, dass der Junge was zu fressen kriegt und nicht, wo man eigentlich hinschwimmt. Zumindest so teilweise. Haben diese blöden Muscheln überall. Richtige Miesmuscheln. Die sind wirklich mies. Naja, den darfst du auch haben. Oh Gott, bist du selber. Jetzt geben die aber. Jetzt sind die aber drauf, da. Oh, nicht Speedy. Frag mich, ob wir noch. Ja! Puh. Ah. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber Hauptsache, kann er uns nicht mehr fressen. Wir haben auch leider keinen Decay Münze oder so gefunden. Aha! Wir haben doch einen Limit Decay Münze gefunden. Voila! So. Und hoch da! Ja. Bisschen versteckt, aber hinten ist bestimmt eine Wand. Sehr schön. Doch noch easy. Oh Gott. Und ab ins Ziel. Eine Bonusrunde leider nicht gefunden. Aber die finde ich auch noch. Keine Sorge. Und der Weg öffnet sich. Die Steine versinken. Und machen uns den Weg frei. Oh, dann wollen wir doch gleich mal durch. Squirts Showdown. Oh, das hört sich gar nicht an. Showdown ist immer nicht so prickelnd. Und wer ist Squirt? Das ist Squirt. Irgendein Riesengesicht hinter einer Wand. Der Wasser spuckt. Okay. So, ein bisschen aufpassen. Denn damit kann er uns ganz easy mal hier die Klippe runterstoßen. Wisst ihr, was ich mal machen sollte? Ich sollte mal Wasser trinken. In die Augen schießen. Na gut. Das ist zumindest der Plan. Die Durchführung, die habe ich noch ein bisschen. Aber noch sehr easy. Was bist du eigentlich für eine Sau? Spuckst hier überall rum. Mach's doch lieber wie ich und rotz das aus der Nase.
Achso. Oh, das Auge ist ja schon. Oh, andersrum. Oh Gott, jetzt hat er mich aber geprankt. Was hat er mich damit erwischt? Okay, noch ein bisschen schnubbern hier. Waterfall. Und ab ins andere Auge. Treffer Nummer 1. Schon rausgefunden, wie dieser Endgegner funktioniert. Aber so kompliziert ist er auch nicht. Muss nur ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Und dass man immer schön schießt, wenn er die Augen rausholt. Nein! Spring doch, Junge! Tu mir doch den Gefallen. Und das passiert... Oh Gott! Wenn man im Wasser ist. Das war schon anstrengend. Ah, muss man auch mal gesehen haben. Mal gucken, ob man Munition am Start hat. Okay, vielleicht ist er ein bisschen schneller geworden. Oh Gott, vielleicht bin ich zu blöd, nicht in den Abgrund zu fallen. Das sind natürlich die Risiken, die man hier eingeht. Aha. Oh Mann, Instant Karma. Und geschafft, den Jungen! Oh, und da ist der zweite Skier. Sehr geil. Das war's mit dir, Squirt. Da guckst du blöd oder nicht mehr blöd. Oh, und hier unten durch. Und schon sind wir durch mit der Baboonbucht. Sehr cool! Und wir haben zwei Skier gefunden. Aber da oben ist noch irgendein Haus. Eine Hütte. Bitte irgendwie hin. Ja, so. Bramble's Bungalow. Okay, wir sind Bramble. Hey, was geht ab? Ein Safari-Man. Hallöchen, Hallöchen, Kongs. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Bramble, der Freund aller Blumen. Ich bin sehr froh, dass diese furchtbaren Maschinen jetzt zerstört sind. Vielleicht wachsen jetzt wieder Blumen. Aha. Okay. Vielleicht, dass wir Mechanos abgeschlossen haben, wachsen wieder Blumen. Irgendwo werden wir wohl bestimmt eine finden. Wo ist da oben? Können wir nicht hin? Warum auch immer? Was ist da? Lass mich! Na gut. Dann eben nicht. Dann zurück zu Funky. Gucken, ob er mit den zwei Skiern was anfangen kann. Hey, Funky, was geht ab? Na, Bro? Hallo, Bro, du hast tatsächlich zwei Ski gefunden. Jetzt steht dem ultimativen Trip nichts mehr im Wege. Oh, das finde ich gut. Hier, bitteschön. Bewege ich nicht von der Stelle, Kongs. Gleich ist das Superboot fertig. Ein Superboot? Und wir haben den Turbo-Ski. Nice. Oh, Mann, der nagelneue Turboantrieb macht dieses Gefährt zu einem Kracher. Na, das wollen wir gleich mal ausprobieren. Alles klar, bis später, Kongs. Und wir haben den Turbo-Ski. Seht euch das rein. Oh Gott, ist das Ding schnell. Out of control! Und das Coolste, was wir damit machen können, ist, wir können Wasserfälle hochfahren. Und somit neue Höhlen freischalten. Zum Beispiel die geheime Bucht. Wir wissen ja, was sich darin befindet. Unsere Bananenvögels. Unfassbar schwer. Kann verstehen, dass man sich so etwas nicht merken kann. Bananenvögel. Vogel. Ne? Einzahl. Kam nur einer raus. Freigelassen. Und geholt. Sehr schön. Umso mehr, umso besser. Gucken wir mal, was wir noch machen können mit dem Ding. Wuhu! Außer hart rumcruisen hier, weil wir so schnell sind. Juhu! Naja, wie wir jetzt schon sehen. Hier ist auch ein Wasserfall. Das heißt, wir kommen auch hier hoch. Und da geht's auch schon weiter. Und zwar, oh Gott, jetzt habe ich es gar nicht gelesen, K3. Ah, sieht sehr eisig aus, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Fand ich im ersten Teil schon so geil, Eislevel sind immer schön.
Aber kein Problem, dem stellen wir uns und das werden wir natürlich auch irgendwie schaffen. Doch das sehen wir uns natürlich, wie immer, beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Peace, Leute, ich bin raus. Bye, bye.